das sieht gut aus. Hier war doch direkt irgendwo einer. Da ist auf jeden Fall einer. Ja, ich erledige die Typen aus der Ferne. Wenn es nicht einer stört, dann stören sie nicht mehr. Und Tote reden nicht mehr. Ja, hallo. Geht doch. Das Observatorium? All das? Ein beinahe heiliger Ort. Es erfordert nur einen Tropfen meines Blutes. Ja. Machst du was? Und die Tür geht auf. Nach beinahe 80 Jahren. Herr Gott, Robert! Bist du des Wahnsinns? Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht ertragen. Aber du... Ah, du bist aus härterem Holz geschnitzt. Nun, nimm diese Truhe und trage sie hierher. Okay. Tragen wir mir das Zeug hinterher. Dreckig und verfallen. Nicht ganz, wie ich es kannte. Aber das ist auch 80 Jahrtausende her. Ah, Humbug. Das ist unmöglich. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Captain. Und du bist ein bisschen wahnsinnig. Meine neue Berufung gefällt mir sehr gut. Vielleicht amüsiert es dich, doch ich habe sogar meine eigenen Verhaltensregeln verfasst. Euer eigenes Credo, hä? Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede ja. Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Oh. Ein Schritt weiter, als ich gehen würde. Da laus mich der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Eis? Ah, in der Karibik? Sehe ich nicht. Wie etwas aus einem Märchen. Oder aus den Aber alten Liedern. Eis wäre doch toll. Auch in der Karibik. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Sieht doch gut aus. Noch mehr Blut? Ja. Diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Haben sie aber nicht. Eines großen Volkes zu schade. Zeit. Nichts darf man hier. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages. Darum trage ich es da nicht. Aber nicht in dieser Epoche. Da wären wir. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Schädelchen. Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Eine Nummer. So viel dazu. Was ist das für eine Art? Das Observatorium. Es ist dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Ja. Das ist verfluchte Hexerei. Nein, das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau.
Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge! Du pendelst da mit meinem Mädel an! Finger weg! Das Sex ist was! Du kannst mich wieder mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh! Oh! Oh, ist das so? Junge! Kaffee, Junge! Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Du hast gleich daneben eingesetzt. Das sollte vielleicht in den Schädel. Ich sag nur. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem ihrer Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger. Doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ja, zum Glück haben sie es noch nicht gefunden. Ein kostbares Instrument, nicht? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Upsi. Mein Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert. Jupp. Dann wollen wir doch mal wieder raus hier. So eine fiese Map. Absolut. Den restlichen Quatsch hat er gleich mitgenommen. Moment, ich habe ja doch gleich... War ja nicht irgendwo direkt so ein Animus-Fragment? Ach, ist klar. Nee, dann. Da oben habe ich jetzt gerade wirklich keinen Bock drauf, Dinge zu holen, aber ich glaube, wir müssen ja eh dran vorbei. Also von daher werden wir es vielleicht doch tun. Komm, zieh dich hoch. Hoch. Lalala, ich hänge und strauche und ja, würde gerne weiterkrabbeln. Und komme hier nicht weiter. Ist ja doof. Warum komme ich hier nicht weiter? Muss ich dann vielleicht... Vielleicht nicht so, ist klar. Kann ich hier den schnellen Weg nehmen? Ja, sehr gut. Hier ist nichts. Ah, ja. Das sieht auch gut aus. Einfach höher klettern, dann tut der Fall mehr weh. Ja, du darfst da gerne weiter. Danke.
Na, geht doch. Nehmen wir es einfach direkt mit. So, dann können wir hier rauf. Komm. Dann bleibt er dir lieber hängen, statt darauf zu gehen. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, hier haben die Maulwurfmenschen noch ein bisschen Spaß gehabt. Leichter Hintereingang, würde ich sagen. Bin mir nicht sicher, aber ich ziehe da so eine leichte rote Blutspur hinter mir her. Das müssen wir uns sehen, überleben. Wie machen wir das am besten? Sind die da vorne freundlich oder feindlich? Ich habe keine Ahnung. Das könnten seine Jungs sein. Oh, die sind feindlich. Das ist keine so gute Idee. Oh, ist deine Jackdaw entflogen, Edward? Hm, das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überstimmt den einen. Hey, du könntest mit mir segeln, doch. Bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch. Und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von innen gesehen? Hast du? Nein. Alle Hüter unbewaffnet ausschalten. Okay. Das Spiel übernimmt nochmal eine interessante Wendung. Mein flüchtiges Glück. Oh. Vielleicht haben wir uns ein wenig überarbeitet. Hallo? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulampen. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Okay. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Na dann. Ah, diese Templer. Die steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Also gut, hör zu, ich betrete jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Ach ja. Dieses Spiel schon wieder.
Nope. Das sah noch am besten aus. Muss gar nicht rechnen, man muss einfach nur raten können. Ich brauche mehr Wasser. Sie mussten wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich, aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ehrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay? Den Cloud-Server hacken, alles klar. Alles klar. Hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Alles klar. Tada, da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Na also... Das hat wohl geklappt. Probier's aus.